Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach und kostenlos Windows 10 auf Windows 11 upgraden kannst. Im ersten Schritt öffnen wir unseren Internetbrowser und hier geben wir ein Windows 11 Installationsassistent. Danach gehen wir auf die offizielle Seite von Microsoft, der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und auf der Seite von Microsoft können wir dann direkt hier den Installationsassistent für Windows 11 herunterladen. Da klicken wir dann einmal drauf. Der Installationsassistent wird jetzt hier heruntergeladen und den können wir öffnen. Im nächsten Schritt können wir dann hier einmal auf Ja klicken und im ersten Schritt des Windows 11 Installationsassistenten müssen wir dann einmal hier die PC-Integritätsprüfungs-App durchlaufen lassen. Und zwar überprüft es dann hier automatisch die Kompatibilität und das können wir dann ganz einfach hier machen, indem wir einmal hier draufklicken unten rechts. Und im nächsten Schritt müssen wir dann hier die App für die PC-Integritätsprüfung herunterladen. Das machen wir dann auch einmal schnell. Dann können wir hier die Datei wieder ausführen. Im nächsten Schritt müssen wir dann einmal hier der Lizenzvereinbarung zustimmen. Deswegen setzen wir einmal hier den Haken und klicken auf Installieren. Sobald die Installation abgeschlossen ist, können wir dann den oberen Haken hier drin lassen und klicken dann einmal hier auf Fertigstellen. Und dann sehen wir hier direkt schon Einführung von Windows 11. Dann können wir direkt hier unseren PC überprüfen lassen, ob auch die Windows 11 Systemanforderungen erfüllt. Deswegen klicken wir einmal hier auf Jetzt überprüfen. Und höchstwahrscheinlich bekommt ihr dann diese Meldung hier. Und zwar müssen wir TPM2 für diesen Computer aktivieren. Daher klicken wir einmal hier unten rechts auf weitere Informationen zum Aktivieren von TPM2. Und wenn wir auf dieser Seite einmal nach unten gehen, dann bekommen wir hier eine kleine Anleitung, wie wir TPM aktivieren können. Und um hier einmal in die Einstellung zu gelangen, müssen wir in das UEFI-BIOS reingehen. Was hier noch ganz wichtig zu erwähnen ist, und zwar kann dieses TPM verschieden genannt werden. Und zwar gibt es hier die verschiedenen Begriffe hier. Deswegen lasst euch davon gleich nicht irritieren. Und um in das BIOS zu kommen, müssen wir einmal den PC neu starten. Deswegen gehen wir einmal hier unten drauf und klicken auf Neustarten. Und das BIOS kann dann verschieden geöffnet werden. Bei manchen PCs geht das mit Entfernen, bei manchen mit F11, dann müsst ihr da ein bisschen ausprobieren. Das wird aber in der Regel auch angezeigt, gleich hier bei PC-Start. Und im nächsten Schritt solltet ihr dann ungefähr hier landen. Das sieht jetzt bei jedem PC wahrscheinlich etwas anders aus. In jedem Fall gibt es aber in jedem BIOS hier eine Einstellungsmöglichkeit. Da klicken wir dann einmal drauf. Und wahrscheinlich ist es dann bei euch hier unter Security bzw. Sicherheit abgelegt. Da klicken wir dann einmal drauf. Ich habe jetzt hier die Auswahlmöglichkeit Trusted Computing. Sowas ähnliches muss es dann bei euch auch geben. Wie gesagt, bei jedem PC ist das leider etwas unterschiedlich. Und bei mir gibt es jetzt hier Security Device Support. Bei mir ist das jetzt hier deaktiviert, deswegen konnten wir auch eben nicht Windows 11 installieren. Deswegen klicken wir einmal hier drauf und klicken auf Enable. Und danach können wir das BIOS dann wieder verlassen. Deswegen gehen wir jetzt hier die Schritte zurück. In meinem Fall geht es jetzt hier mit Escape. Und dann können wir einmal hier auf Save and Exit klicken. Im nächsten Schritt dann Save Changes and Reboot. Dann bekommen wir hier nochmal die Meldung, was wir geändert haben alles. Und das bestätigen wir dann einmal nochmal. Und dann startet der PC nochmal neu. Und sobald euer PC dann wieder gestartet ist, können wir dann wieder die PC-Integritätsprüfungs-App öffnen. Das machen wir dann einmal wieder. Dann klicken wir einmal wieder auf Jetzt überprüfen. Und danach solltet ihr die Meldung bekommen, dieser PC erfüllt die Anforderungen von Windows 11. Falls das bei euch jetzt nicht der Fall ist, die Systemanforderungen habe ich nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und falls dein PC für Windows 11 nicht kompatibel sein sollte, dann schaut doch gerne mal in der Beschreibung vorbei. Da ist ein Link zu Hyde Computers. Die bieten RGB-Gaming-PCs in allen möglichen Preiskategorien an. Also falls du einen neuen PC suchst, der Windows 11 unterstützt, dann klick doch gerne mal in der Videobeschreibung auf den Link und schau dir die PCs von Hyde Computers an. Vielleicht ist da ja auch was für dich dabei. Hier am nächsten Schritt können wir dann die Benachrichtigung hier wieder wegklicken. Die PC-Integritätsprüfungs-App können wir dann auch wieder schließen. Und danach können wir dann wieder den Windows 11 Installationsassistent starten. Das bestätigen wir dann einmal wieder mit Ja. Und jetzt werden wir auch schon hier eingeleitet Windows 11 installieren. Im ersten Schritt klicken wir dann hier auf Akzeptieren und Installieren. Und im ersten Schritt von 3 wird jetzt hier Windows 11 heruntergeladen. Das kann jetzt je nach Internetverbindung einige Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen wartet jetzt einfach hier, bis es hier durchgelaufen ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn Windows 11 heruntergeladen ist. So, bei mir ist der Download jetzt abgeschlossen und im nächsten Schritt wird hier der Download einfach nur überprüft. Das geht relativ fix bei mir. Und im nächsten Schritt wird dann hier schon Windows 11 ganz automatisch installiert. Das lassen wir jetzt auch einfach mal durchlaufen. Jetzt bekommt ihr aber nochmal hier den Hinweis, wenn das hier auf 100% durchgelaufen ist, wird der PC nach 30 Minuten automatisch neu gestartet. Deswegen müsst ihr darauf achten, dass ihr jetzt alles hier speichert, was ihr noch nicht gespeichert habt. Nicht, dass später wichtige Dateien verloren gehen. So, bei mir ist jetzt die Installation nach einer guten halben Stunde beendet. Jetzt sehen wir auch hier schon den 30-Minuten-Timer. Und zwar wird jetzt hier in 30 Minuten automatisch der PC neu gestartet. Wir können das natürlich jetzt auch noch hier direkt machen, beziehungsweise auch später hier automatisch neu starten. Und in meinem Fall möchte ich das jetzt hier direkt machen, deswegen klicke ich hier auf Jetzt neu starten. Dann bekommen wir die Meldung, sie werden in Kürze abgemeldet. Und jetzt startet auch schon der PC automatisch neu. So, und dann sind wir auch schon direkt hier, Updates werden verarbeitet. Und den Computer natürlich eingeschaltet lassen und einfach dann mal durchlaufen lassen. So, mir sind jetzt die Updates abgeschlossen, jetzt bekommen wir hier nochmal den Hinweis, bitte warten. Und werden begrüßt mit Hallo.
Vorbereitung läuft. Dann bekommen wir den Hinweis, der Vorhang kann einige Minuten dauern und den PC natürlich auch nicht ausschalten. Jetzt bekommen wir den Hinweis, wir haben es fast geschafft. Und jetzt sind wir auch schon hier in Windows 11 drin. Und wir sehen direkt zum Beispiel hier unten an der Taskleiste, die Windows 11 Installation ist abgeschlossen. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt hier so aufgebaut wie am macOS. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, finde ich. Ist auf jeden Fall jetzt hier so zentriert in der Mitte. Und ja, im Regelfall sollte jetzt bei euch hier die Installation von Windows 11 problemlos durchgelaufen sein. Falls dein PC jedoch mit Windows 11 zu langsam sein sollte oder gar nicht die Mindestanforderungen für das Upgrade erfüllt oder du einfach einen neuen PC suchst, schau doch gerne mal bei meinem Partner Hyde Computers vorbei. Hyde Computers bietet RGB-Gaming-PCs in allen möglichen Preiskategorien an. Ich habe auch schon einige Computer von Hyde Computers auf meinem Kanal vorgestellt. Die Videos hierzu sowie ein Link zum Shop von Hyde Computers sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht, finde ich. Also wenn man jetzt hier das Menü aufmacht, ist auch hier so zentriert. Hier unten kann man dann den PC ausschalten zum Beispiel auch. Wir können ja mal einmal in die Einstellungen gehen, wie das jetzt hier aussieht. Das habe ich jetzt hier auf einem anderen Monitor. Ja, ist auf jeden Fall alles übersichtlich aufgebaut, würde ich sagen. Ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr übersichtlich jetzt aufgebaut. Besser als bei Windows 10. Ja, und falls du Probleme oder Fragen bei der Installation von Windows 11 hast, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar und dann versuche ich dir auf jeden Fall zu helfen. Vergiss auf keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren sowie die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Auf meinem Kanal erwarten dich hauptsächlich Tutorials, Let's Plays und Gaming-Livestreams. Hauptsächlich spiele ich dann Minecraft. Schau auch gerne mal auf meinem Minecraft-Netzwerk GameDepox.net vorbei. Den Server habe ich auch bereits auf meinem Kanal vorgestellt. Das Vorstellungsvideo hierzu ist ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn dir das Tutorial gefallen hat, lass mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Falls du noch weitere Videos zu Windows 11 sehen möchtest, zum Beispiel Tipps oder so, dann lass mich das doch gerne auch in den Kommentaren wissen. Falls du jetzt noch wissen willst, wie du mehrere Monitore mit deinem PC verbinden kannst, dann schau doch gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, da habe ich mein Video verlinkt. Falls du noch einen neuen Monitor suchst, ich habe letztens eine Monitorkaufberatung in allen möglichen Preisklassen hochgeladen. Das Video hierzu ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und würde sagen, ciao, bis zum nächsten Video.